Noch in den 60er Jahren war man davon ausgegangen, dass Santorin vor der großen minoischen Eruption eine kreisförmige Insel bildete, die nichts anderes darstellte als den Gipfel eines aus dem Mittelmeer herausragenden Vulkans. Dazu beigetragen hatte die unkorrekte Textdeutung eines Abschnittes in den Naturalis Historiae von Plinius dem Älteren. Bei diesem römischen Autor, der selber beim Ausbruch des Vesuvs im Jahr 79 nach Christus ums Leben kam, wird Santorin angeblich als Strongyle, als die Runde bezeichnet. Aus dem Kontext geht aber unmissverständlich hervor, dass Plinius diesen Namen nicht auf Santorin, sondern auf Stromboli bezieht. Eine ähnliche Vorstellung hielt sich bis in die 80er Jahre. Nach dieser bestand nur im Südwesten von Santorin eine kleine Bucht vor der minoischen Eruption. Diese diente den Bewohnern der Insel als Haupthafen. Ein weiterer Hafen lag unmittelbar bei der Siedlung Akrotiri. Auch wenn die Größe dieser Bucht unterschiedlich veranschlagt wurde, so ging man doch allgemein davon aus, dass Lava- und Bimssteinschichten den überwiegenden Teil der Caldera ausfüllten. Das Innere des minoischen Santorin hätte nach dieser Vorstellung etwa so ausgesehen wie Nea Kameni heute. Aber auch diese Rekonstruktion hielt den Befunden nicht stand. Man entdeckte nämlich große Mengen an Kalkstein, sogenannten Stromatolithen, die mit der minoischen Eruption herausgeschleudert und im Norden der Hauptinsel Thera abgelagert worden waren. Also mussten von dem Ausbruch auch marine Flachwasserbereiche erfasst worden sein. Dies wiederum bedeutete, dass ähnlich wie heute ein Großteil des Caldera-Beckens unter dem Meeresspiegel gelegen haben muss. Die neuesten Rekonstruktionen sehen also große Ähnlichkeiten zwischen der heutigen Inselform und jener vor der minoischen Eruption. In der Mitte des Caldera-Beckens gab es auch, wie heute wieder, eine vulkanische Zentralinsel, von der die minoische Eruption ausging und die bei diesem Kataklysmus nach der Entleerung der Magmakammer im Meer versank. Unter Bezug auf die heutigen Inseln Nea und Paleokameni bezeichnet man diese Insel als Präkameni-Vulkaninsel. Die beiden bedeutsamsten Unterschiede zur heutigen Insel sind zum einen der fast geschlossene Caldera-Steilabfall, der in der minoischen Zeit nur durch eine schmale Verbindung zum Mittelmeer im Südwesten unterbrochen war. Im Unterschied zu heute, wo die Caldera zwischen Thira und Therasia sowie zwischen Therasia, Aspronisi und Thera zerrissen ist, lag der einzige Zugang zum offenen Meer in minoischer Zeit wohl zwischen der Akrotiri-Halbinsel und Aspronisi. In minoischer Zeit bildete die Bucht im Inneren der Ringinsel wahrscheinlich einen idealen Ankerplatz. Ein weiterer Unterschied bestand darin, dass die Ringinsel in der minoischen Zeit zum Mittelmeer hin um einiges schmaler war.
Der Monolithos-Felsen, der heute beim Flughafen der Hauptinsel Tira aus der Küstenebene herausragt, war zu dieser Zeit eine eigenständige Insel. Erst die großen Mengen an Bimsstein und Asche, die während der minoischen Eruption ausgeworfen wurden, verbreiterten die Caldera abgewandte Seite der Insel und banden den Monolithos mit in ihre Strandregion ein. Diese Rekonstruktion des minoischen Santorin wird zwar heute von den meisten Wissenschaftlern anerkannt, doch gibt es auch abweichende Vorstellungen. Pyle und Forsythe sind zum Beispiel der Auffassung, dass eine Prä-Kamaini-Insel nicht ausgereicht hätte, die Gesteinsmassen zur Verfügung zu stellen, die beim minoischen Ausbruch als Bimssteinschichten abgelagert wurden. Neuere Schätzungen äußern in diesem Zusammenhang die Vermutung, dass der minoische Ausbruch die Stufe 7 auf dem VEI, dem Vulcan Explosion Index, erreicht habe. Das entspräche der Größenordnung eines Supervulkans. Der minoische Kataklysmus wäre damit in dieselbe Kategorie einzuordnen wie der Tambora-Ausbruch. Ein weiterer Rekonstruktionsversuch sieht deswegen eine zweigeteilte Caldera vor. Ein südliches Becken mit einem Meerzugang zwischen Akrotiri und Aspronisi und ein nördliches, dessen Zugang zum Mittelmeer in etwa der heutigen Öffnung zwischen Ia und Therasia entspricht. Zwischen diesen beiden Becken gab es eine breite Landbrücke, die die Hälfte der heutigen Caldera ausfüllte.